ich hoffe, wir haben da wenigstens einigermaßen was gemacht, auch euch gegenüber gerecht zu werden. Ansonsten, das war die vorletzte Sendung von Brain Talk. Wir machen noch zwei Sendungen insgesamt. Es wird noch eine geben und dann die große letzte Finale, wo wir auch nochmal unsere Lieblingsgäste zu Gast haben werden. Tobi, Prassi, Lurk und ich werden da auf jeden Fall dabei sein oder müssen, mehr oder weniger. Ja, und, das hast du gut gesagt, müssen. Ja. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen Gästen, Lurka und Passi und Tobi, ihr tut das sicherlich auch. Und, ja, sicher doch. Ja, das Schöne ist, Passi und Lurka werden jetzt dieses wunderbare, schöne Studio mit mir verlassen. Wir werden jetzt in ein anderes Studio gehen und da eine andere wunderbare Sendung aufnehmen mit dem Titel Channel View. Und genau das werden wir jetzt tun. In diesem Sinne, tschüss. Das Schöne ist, Passi und Lurka werden jetzt dieses wunderbare, schöne Studio mit mir verlassen. Wir werden jetzt in ein anderes Studio gehen und da eine andere wunderbare Sendung aufnehmen mit dem Titel Channel View. Und genau das werden wir jetzt tun. In diesem Sinne, wir müssen jetzt in unser anderes Studio, in Channel View Studio. Das haben wir gerade in der Sendung ernst gemeint. Also, liebe Gäste, danke fürs dabei sein. Ne? Hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann demnächst wieder in irgendeiner lustigen Folge. Ciao. Tschüss. So, Passi, Lurka, wir müssen uns jetzt schnell auf den Weg machen. Das andere Studio. Schnell raus hier. Ach Gott, durch diese alte Studiotür. Was war denn eigentlich heute mit den Gästen los? Da hat doch die ganze Zeit nur einer geredet. Die anderen beiden kamen gar nicht zu Wort. Was hältet ihr denn davon? Können wir das so senden? Ach, das ja, waren doch wieder Scheißgäste. Ach, was ging doch noch? Also Changeman hat ja eine Menge Kohle für seine Sprechzeit bezahlt, aber auf den Rest hätte man ja wirklich verzichten können. Absolut ja. Rudimentärer, überflüssiger Scheiß. Ja, wie immer halt. Was erwartet ihr? Immer dasselbe halt. Immer dieselben Scheißgäste. Immer das Gleiche. Jupp. Wie viel hat der Changeman nochmal die Minute gezahlt? Das habe ich wieder vergessen. Ach, irgendwas im dreistelligen Bereich. Ist doch auch scheißegal. Wir sind ja ein aktiver YouTube-Kanal. Wir sind eh mit Geld voll gekackt. Das ja, aber dafür haben wir ihm auch schön die Eier gelutscht. Nee, warum? Ja, schon, oder? Ein bisschen. Nö. Jetzt lauf doch nicht so schnell, Lurka. Wie sollen wir denn also da hinterherkommen? Also ich sag dazu nur... Ja, ich würde sagen, ihr seid am Arsch. Dafür habe ich euch bei den Eiern. Wieso hast du eigentlich dein Soundboard mitgenommen? Musst du das jetzt auch noch in Shellview mit reinnehmen? Ich dachte schon gerade, Drachenlord wäre hier im Gang. Ich dachte ich auch. Hier an unseren heiligen Hallen. Jetzt, und renn nicht dauernd so. Wie sollen wir denn da hinterherkommen? Ja, das ist meine normale Gehgeschwindigkeit. Wenn ihr zu langsam seid, ist das nicht mein Problem. Nee, nicht... Komm, lass mir holen den Mercedes und fahren. Ja, das hätte ich für eine bessere Idee. In unserem Studiogebäude kann man da noch laufen. Aber, wieso willst du eigentlich... Lurka, jetzt... Was machst du denn da an der Tür? Man, das ist die falsche. Ja, ich frag mich nur, warum ist da... Warum steht da Monatskurier und da drüber... Mensch bleibt Mensch durchgestrichen, was macht keinen Sinn. Ja, das ist eine lange Geschichte. Das war doch früher mal das alte Mensch bleibt Mensch Studio. Warst du da nicht auch mal drin im alten Mensch bleibt Mensch Studio? Du kennst das doch noch. Ja, aber da stand da halt nur Mensch bleibt Mensch, das war nicht durchgestrichen, was ist denn ja los? Ja, jetzt lagern mir da halt Geldscheine drin. Ja, so. Ja. So, wir sind gleich da, wir müssen jetzt nur noch die Treppen runtergehen und dann sind wir unten im Erdgeschoss. Da ist nämlich unser geiles Challenge-Studio, damit es im Sommer auch immer schön kühl ist. Wenn wir die ganzen... Du warst da noch nie drin, oder, Lurka? Warst du... Ich glaube, noch nie. Nee, da war ich noch nicht drin, nee. Doch, ja, einmal, das muss, da habe ich... Das muss auch wirklich ein bisschen kälter da drin sein, ne? Ich meine, bei dem Scheiß, den wir uns da geben müssen, ja, hast du recht. Irgendwie muss man es ja aushalten. Die ganzen Wichser wieder zerreißen. Was wolltest du sagen, Lurka? Ja, ist so. Ja, ich war einmal schon mal Channel View dabei. Habt ihr das vergessen? Stimmt, da warst du mal in der Gastkategorie. Aber das war noch das alte Channel View Studio damals. Das haben wir ja zum Jahresanfang umbauen lassen. Mit, weiß ich nicht, wie viele 1000 Euro wir da reingesteckt haben. Schöne Ikea-Böden, Ikea-Wände. Richtig geil, sag ich. Ja, das ist alles schön modern hier drin. Das hat sich total verändert. Ich finde mich hier gar nicht mehr zurecht. Ja, dann wirst du es ja gleich sehen. Gleich sind wir da. Passi, du hast einen Schlüssel dabei? Ja, klar. Sehr gut, weil ich habe ihn oben liegen lassen im Braintalk-Studio. Ja, gut, ich finde immer gut, dass Lurka hier nie im Gebäude rumgeschnuchtelt ist. Bald wird er jetzt dann auch wahrscheinlich auch mal im Channelview-Studio schlafen. Aber ich sag dir, Lurka, du kommst da nur ein ausnahmsweise rein. Ja. Mann, und ich brauche doch noch eine Übernachtmöglichkeit. Ja, jetzt geht mal Ruhe. Meine ganze Kohle liegt hier im Braintalk. Lurka, guck mir bitte nicht so auf die Finger, während ich den PIN-Code für die Tür eingebe, danke. So. Also 3, 2, 4, 5 war das doch, oder? Jetzt hast du dich vertippt, Passi, mit dem dummen Gelaber immer. Weil Lurka immer so ein blödes Zeug redet. Warum, wozu brauchen wir den hier nochmal?
Ach stimmt, ist ja der Boden dreckig. Ja stimmt, irgendeiner muss ja mal durchwischen zum Schluss. Richtig. Was machen wir eigentlich? Wir wischen ja mit Locker durch. Ja, das stimmt. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Studios, wenn wir zum Jahresende dann aufhören? Verkaufen wir die? Die können ja ein ProSieben vermieten für ihre ganzen Trash-Sendungen. Stimmt, da kann Herr Newstime künftig immer in unserem Studio machen. Ja, dafür ist es jetzt auch wieder zu gut. Ja, stimmt. Das wollen wir nicht. So, da sind wir, Locker. So ist es unser Studio. So schaut's aus. Wo soll ich mich jetzt eigentlich hinsetzen? Ja, du gehst da auf den Sessel, da für den Gast. Da haben wir extra einen Gast, wobei der eigentlich für dich auch so schön ist. Ja, hast du... Der ist ja schon richtig durchgefurzt hier, ich will einen neuen. Nee, du setzt dich jetzt da rein und hältst die Klappe während der Sendung. Also nur bei Bedarf bitte sprechen, ja? Okay. So, und wie findest du sonst so unser Studio? Also dafür, dass das 3000 Euro gekostet hat, ist es doch noch relativ schäbig. Vielleicht wunderst du dich, warum es hier so stinkt. Das ist die Mülltonne. Ihr habt wieder das Fenster aufgelassen, oder? Da zieht der ganze Duft von Studio 71 rein. Ja, komm, die Mülltonne. Ja, Und Mediakraft. Oh ja, da sind ja viele Mediakraft-Kanäle in dieser Mülltonne drin. Aber zum Ende des Jahres lernen wir diese Mülltonne und dann riecht das auch wieder gut. Und dann, weiß ich nicht, dann errichten wir uns hier ein privates Puff drin oder so. Das ich glaube, Leon wird da nicht ausreichen. Der Duft hat sich in der Mülltonne schon so festgesetzt, da brauchst du Febreze. Dann holen wir halt eine neue Mülltonne, weil wir es können. Wir haben YouTube, Mann. So eine Option. So, jetzt würde ich sagen, ja, dann fangen wir halt an. Ich habe eigentlich wieder überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. Hat sich eigentlich irgendeiner von euch auf den Dreck vorbereitet? Nee, warum? Aber ey, wartet, wir labern einfach Leute, spontan durch die Sendung. Auf dem Parkplatz, guck mal auf dem Parkplatz. Sind das wieder irgendwelche Hater, die sich darüber beschweren, dass wir den Mercedes über drei Parklücken hingeparkt haben? Nein, oder? Nein. Nee, das ist der Jugendtreff. Irgendwer klopft da ans Fenster. Die sollen doch nicht in der Nähe von meinem Benz hier kiffen, Mensch. Ja, du kennst ja die Jugend von heute. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. Tja. Ja, zum Glück sind wir was Besseres. Da ist was dran. Ja, naja, komm, fangen wir an. Was ist? Meinst du, die merken das wieder, wenn wir überhaupt nichts Ahnung haben in der Sendung? Ach, sicher nicht, die sind doch dumm wie Scheiße. Ja, stimmt auch wieder, die haben das noch nie gemerkt. Ja. Naja. Naja, komm, fangen wir an. Würde ich sagen, Intro in 3, 2, 1. Herzlich willkommen, hier ist die Folge 31 von Channel View. Und wie immer bei mir in dieser wunderbaren Sendung ist Pascal. Guten Abend. Und wir haben gute Laune, wir haben Spaß und wir haben uns auf die Kanäle heute natürlich vorbereitet, wie ihr das von uns kennt. Und wir haben noch jemanden bei uns in der Sendung, bei uns im Studio. Gerade eben waren wir noch zu dritt in Brain Talk, jetzt sind wir zu dritt schon wieder im Channel View Studio, nämlich Lurka. Ja, hier bin ich und in Brain Talk waren wir zu viert. Richtig, genau. Stimmt. Tobi hat einen Termin, der musste woanders hin, deswegen sind wir hier nur zu dritt ins Channel-View-Studio runtergelatscht, ins Erdgeschoss. Ist übrigens bei uns im Erdgeschoss, falls ihr das nicht wisst. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir bleiben gleich in der Kombination, weil es heute so lustig waren und zerreißen jetzt noch ein paar Kanäle nach guter Flatterlaune. Da wäre ich auch für. Was machen wir denn heute so Schönes? Ja, wir haben heute natürlich wieder eine Perle von YouTube mitgebracht und zwar den absolut guten, genialen und Nachwuchs-YouTuber Nummer 1, KS Reek. Und was der macht, das können wir jetzt im Kanaltrailer mal so oder diesem kleinen Einspieler zeigen, obwohl es wirklich sehr, sehr, sehr schwer wird, ein Vakuum zu verfilmen. Das stimmt, aber Mats ab. KS Reek, what else, ist ein deutscher YouTuber mit 1.860.000 Abonnenten, also knapp 2 Millionen Abonnenten. Und er sagt, Servus Leute, KS Reek is back. Schon diese etwas merkwürdige Begrüßung lässt darauf schließen, dass sein Content nicht vielleicht ganz so hochwertig ist. Ergänzt wird diese Vermutung dann noch durch diese aussagekräftige Beschreibung aller: Hier auf diesem Kanal erwarten dich spektakuläre Pranks, coole Challenges sowie Vlogs einem ganz anderen Style. Falls du dich gerne selbst überzeugen möchtest, zieh dir einfach eins meiner Videos an. Falls du Gefallen an mir gefunden hast, würde ich mich über ein Abo freuen. Klammern, bringe regelmäßige Videos. KS Reek. Ja, danke lieber KS Reek für diese tolle Beschreibung. Und nun schauen wir in die Bewertung. Ja, KS Reek. Ein YouTuber. Ja, was soll man da sagen? Ein YouTuber ist eigentlich eine
Beschmutzung Abfall. Des Begriffs YouTubers. Nennen wir es doch einfach beim Namen Abfall. Könnte man so sagen. Luca, was sagst du? Ja, aber aktuell ist das ja schon fast Standard, was eigentlich traurig ist. Ach, Chaos Freak ist noch eine ganze Stufe schlimmer. Luca, was macht denn Chaos Freak so content-mäßig? Du hast dich natürlich auch vorbereitet, so wie wir. Hm? Den letzten Bitches. Also, ich zähle jetzt ja auch mal ein paar Titel auf, was der so gemacht hat. Der hat zum Beispiel unsere Lieblingslieder von Carpool Karaoke gemacht und wer guckt sich das an? Also wer mit Niveau? Akademiker. Du hast den Titel bitte falsch vorgelesen, das heißt unsere Lieblingslieder! Weil das ist ja alles groß geschrieben. Ja, ich meine, zum Glück sind diese Formate auch nicht irgendwoher geklaut, alle, die er da macht. Ja, das ist nein, alles auf gar keinen Fall. Kreativ, ja, das, innovativ. Das ist alles sehr innovativ und das heißt, darauf ist er ganz alleine gekommen. Ja klar, was denkst du denn? Glaubst du etwa, der klaut irgendwo? Er ist auch ein guter Produkttester. Er badet nämlich auch in 12 Flaschen Bilou. Duschschaum von Bibi steht in Klammern dabei. Das ist ja eigentlich ganz lustig. Das sind ja auch noch Penetrationen untereinander, die da stattfinden. Ja, das ist ja nicht irgendwie so ein externes Produkt. Nein. Da wird auch noch YouTube-Produkte werden direkt beworben. Erbärmlich. Ja, was macht er sonst so für Videos? Er macht Challenges, er macht Vlogs und immer dabei ist auch sein komischer Freund Krappi. Genau, Krappi What Else ist das noch talentlosere und absolut nichtskönnerische Pendant zu Chaos Freak und wurde ja auch eigentlich nur von Chaos Freak so weit gezogen, dass er heute da steht, wo er eben ist. An sich sind beides die absoluten Nichtskönner, haben auch eigentlich überhaupt nichts von dem, was sie haben, verdient. Und ich bin wirklich kein Mensch, der niemandem was gönnt, aber wie kann man so eine Scheiße gucken? Also wirklich an jeden einzelnen von den, jetzt stand 31.10.2016, 20.26 Uhr. An jeder von den 1.816.169 Vollidioten von euch. Warum habt ihr das getan? Warum abonniert ihr so einen übertriebenen Hurensohn? Warum? Und unterstützt ihn dabei. Ja, wie kann man jemanden so sehr dabei unterstützen, die Menschheit noch schlimmer zu machen, als sie ohnehin schon ist? Das ganze Volk restlos verblödet. Es gibt Schulen, die werden absolut hinfällig, weil alles, was in einem Schuljahr gelehrt wurde, zerstört man doch locker mal mit 5 Sekunden Chaos Freak. Allein bei seiner Begrüßung fällt mir schon der Sack ab. Was ist das denn? Wie kann man sich so eine Scheiße angucken? Wie kann man nur? Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber du wenn merkst... Wenn ich in ein Einmachglas reinfurze und dann den Deckel drauf mache und eine Stunde später wieder abmache und dann dran lausche, klingt das wahrscheinlich angenehmer als irgendwie die Begrüßung von Chaos Freak. Also ich würde dem KS Freak gerne mal was sagen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, das ist eine richtige Frage. Luca hat übrigens sein Soundboard mitgenommen in der heutigen Channel View. Danke. Jetzt werden wir auch noch in Channel View damit gequält, aber das ist ja nicht schlimm. Wir schätzen das sehr. Ja. Aber was wir an der Stelle vielleicht auch einfach mal uns geben sollten, wäre ein Applaus, oder? Weil wir das immer all die Jahre so geil gemacht haben. Also du ja nicht, Luca, weil du warst ja nicht in Channel View, aber Fassi und ich haben da schon ein paar Applaus verdient, oder? Ja. Aber Fassi, wir müssen aber auch sagen, wir waren auch eigentlich aber immer auch geil, oder? Also wir haben das immer schon... Wir hatten immer schöne Rage-Anlagen, aber auch eine ausgewogene Art. Auch das, ja. Ja, um zum Content... Ausgewogene Art und Pascal, okay... Ja, ausgewogen, tiefenentspannt, das sind so die Stichwörter. Richtig. Nein, also um zum Content, den Content von KS Freak abzuschließen, oberflächlicher, Mainstream, hingeschissener Rotz, ja. Würde ich sagen, kommen wir zur Präsentation. Unsere nächste Kategorie, Lurka, da du ja heute unser Gast bist, aber ja eigentlich da du heute unser Gast bist im Channel View, fang du an. Also, was die Darstellung angeht. Ja, genau. Absoluter Clickbaiting. Absolut Clickbaiting. Und warum macht man sowas, wenn man doch ansonsten nichts zu bieten hat? Ja, und sympathisierst du mit ihm? Nicht wirklich, nein. Das ist herrlich, nicht wirklich, nein. Nee, er ist ein absoluter.
weiß ich nicht. Er schwört auf seine Mutter damals bei Videodate. Er ist ein absoluter Vollidiot. Ja, so kann man es auch sagen. Er hat damals auf seine Mutter geschworen. Weißt du noch, Lurkert, das hatten wir damals mal im Brain Talk. Da warst du nicht schwöre da. Schwöre ich schon deine Mutter. Da warst du nicht da, Passi, damals. Und da hatten wir diesen Videodate da behandelt, wo und diesen Skandal da mit KuchenTV und KS-Freak. Und da hat er gesagt, ja, also ich schwöre auf meine Mutter, dass da nicht mehr Leute... Was interessiert mich denn seine Mutter? Ja, die ist mir so scheißegal. Also, seine Mutter, also das darf man wahrscheinlich im Internet nicht sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal. Seine Mutter schubst Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel. Hart. Ja, das ist richtig. Ja, nee, also er präsentiert sich als ein Vollhonk, wirklich, als ein Überdrehter. Er ist nicht ganz so schlimm wie Miguel Pablo, also ich kann ihm, also im Vergleich jetzt, wenn man wirklich den Vergleich zieht, vom Verhalten her ist er erträglicher als Miguel Pablo, aber wenn ich mir, schon beim zweiten Video möchte ich auf den Bildschirm kotzen. Spätestens ab dem zweiten Video. Ja. Bei Miguel Pablo, den ertrage ich wirklich ungelogen keine 5 Sekunden, ohne dass ich wütend werde. Ich garantiere es euch. Aber Kai-Freak, gut, ein nicht. Video geht und dann ist Schluss. Ja. Das ist die Schmerzgrenze. Wie viele Videos, Luca, du bist ja da immer ein hartgesottener Mensch. Du lässt das ja nicht so nah an dich ran, Emotionen und so. Wie lange würdest du das aushalten? Sagen wir mal für Geld, wenn ich dir 20er zahlen würde. Wie viel? Wie lang? Also, ich habe schon Videos gesehen. Also, was weiß ich. Wenn ein kleines Lied zur Dauerschleife gesendet wird, eine Stunde, 2 Stunden habe ich das schon ausgehalten. Ach du Scheiße, das ist ja... und gut, also KS-Freak ist aber, glaube ich, noch eine Stufe schlimmer. Ja? Man glaubt zwar, das sind nicht so viele Wiederholungen, aber du wirst staunen, das sind vielleicht noch mehr, als du denkst. KS-Freak würde ich mal sagen, realistische Einschätzung 3,5-4 Stunden. Da würde ja ich sterben. Also auf die 20 Euro würde ich echt verzichten. Ja, das ist richtig. Ja. Ansonsten spielt er da hat er noch so einen Kanal, wo er immer so einen Bekloppten spielt. Bei den Außenseitern damals war das ja Herbert, der da immer so einen Doofen gespielt hat. Und bei ihm ist es Hurensohn, er heißt einfach Hurensohn. Hitler! Ja, oder so. Ja, nee, danke. Seine Freunde sind irgendwie... Ich glaube auch nicht... Also KS-Freak, man hat ja gehört, er hat nicht gewusst, was der Holocaust ist. Das soll er ja in einem Interview gefragt worden sein, irgendwie politisch. Irgendwie zum Holocaust. Ah, Holocaust? Was ist das? Ja, also... Oh ja, das kannst du ja wirklich machen bei dem Kandidaten. Also er scheint auch wirklich nicht gebildet zu sein. Weil ich finde, man merkt ihm auch an, er ist kein sonderlich intelligenter Mensch. Sicher nicht, nein. Aber ich erlebe auch gerade so ein kleines Déjà-vu, also als hätte ich den Satz schon ein paar Mal in den letzten Channel-View-Folgen gesagt. Das erlebe ich immer öfter, dass ich mich dabei erwische, dass ich sage, er ist kein sonderlich intelligenter Mensch. Aber das ist auch so. Also das sind auch alles keine wirklich intelligenten Menschen. Miguel Pablo ist ein ziemlich dummer Mensch. Apo Red, finde ich, ist ein ziemlich dummer Mensch. Also man glaubt zwar, die haben es drauf und die haben das Business irgendwie, aber eigentlich haben sie, finde ich, nur Glück. Und vielleicht ein bisschen Business-Hände, aber da werden sie dafür, das machen die Manager, das machen nicht sie. Die sind nämlich dumm wie Brot, die haben null Bildung. Also so sehe ich das zumindest, wenn ich mir die mal genauer anschaue. Oder wenn man sich Interviews anschaut, wo man eben nicht alles schneiden kann, wo dann wirklich mal so eine Real-Situation entsteht. Da merkst du erst, wie dumm die sind. Wenn ich in den sein Gesicht schaue, dann merke ich, da ist eine gähnende Leere, die sich sowas von grauenvoll eigentlich anfühlt, dass ich Mitleid bekomme. Ja. So, komm mal. Ja, Luca. Die möchtest du einfach nur noch auslachen. Da hast du recht. Ich schwanke immer zwischen Weinen und Lachen. Passi, wie bist du da? Ich auch. Sonstiges, das ist ja unsere Kategorie, Luca, für dich und für die Zuschauer. Falls jemand die Sendung heute zum ersten Mal anschaut, Channel View, nein, so waren wir nicht immer, aber so sind wir leider geworden. Und daran sind so Leute wie KS-Freak schuld. Wir haben ja unsere 3 Kategorien, Content, Präsentation und Sonstiges, und sind jetzt in unserer 3. Kategorie. Und da besprechen wir jetzt noch sowas wie Thumbnails, Banner,
ja, Social Networking, also wie es sich da gibt und so. Und die, ja, der ganze Rest, was wir da halt noch nicht gesagt haben, das packen wir jetzt hier rein. Und, ja, ich weiß nicht, Passi, willst du mal anfangen? Also ich kann dir auf jeden Fall was zu Chaos Freak vorlesen, was ich gerade gefunden habe. Bitte. Vakuum ist die ist in der Physik die Abwesenheit von Materie. Zur Erzeugung eines Vakuums ist insbesondere wichtig, Gas aus dem Volumen zu entfernen. Ist der verbleibende Gasdruck nun etwas geringer als der atmosphärische Druck, spricht man korrekterweise nicht von einem Vakuum, sondern von vermindertem oder reduziertem Druck oder einem Unterdruck. Also das war eigentlich eine Definition zum Inhalt von Chaos Freaks Videos, nämlich gar nichts. Ja, das ist schön, dass du das auch nochmal in Sonstige sagst. Nun ja, noch ein paar Worte zum Banner. Ja, scheiße. Ach so. Ich meine, was ist das denn? Das hat doch gar nichts mit Chaos Freak zu tun. Also vielleicht. An sich ist der Banner vom Machen her ist der Banner nicht schlecht gemacht, aber ist viel zu gut für Chaos Freak und hat nichts mit ihm zu tun. Was ist jetzt, wenn ich dir sage, dass ich nachher dem Banner 10 Punkte gebe? Ja, dann fahr ich bei dir vorbei und spuck dich an. Ja, das holen wir dann an Silvester nach. Nee, aber ich glaube, Lurka, dem Banner, ich weiß nicht, wie du das siehst mit dem Banner, aber ich glaube, da gibt es eine passende Zahl, die den Nagel eigentlich auf den Kopf trifft, nämlich Nummer 9. Und wenn man die drückt, passiert das. Definitiv. Ja. Ja, was kann man zum Profilbild von KS Leaks sagen? Man sieht einen wunderschönen Menschen auf seinem Bild, wie er... Also ich muss sagen, der Kameramann hat echt Respekt verdient. Dass er nicht kotzen musste? Nein. Also wir haben ja gerade gelernt, dass ein Vakuum quasi ein Nichts ist. Und der Kameramann hat es irgendwie mit Technik hinbekommen, ein Nichts auf einem Foto darzustellen, sodass man es sehen kann. Also der Kameramann, der dieses Foto gemacht hat, ist absolut top-notch. Der kann wirklich einiges. Was er da fotografiert hat, ist natürlich nochmal ganz anders zu bewerten. Ja, das ist richtig. Aber er könnte eine neue künstlerische Stilrichtung oder sogar eine ganze Epoche begründen, nämlich die Fotografie von Müll. Da gab es mal auch so einen Song, der hieß Müll, 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 Müll. Kennt ihr noch jemand? Nee. Nö. Was? Nein, den kenne ich nicht, aber ich habe dafür den hier. Ich kotze gleich den Regenstrahl. Ja, jetzt sind alle unsere Zuschauer wieder wach geworden. Danke dafür, Luca. Dafür war das auch gemacht. Ja. So, sagen wir noch schnell was zu den Thumbnails. Was kann man da noch sagen? Außer? Clickbait und Scheiße. Richtig, man könnte ja auch sagen. Ich kotz gleich den Regenstrahl. Ja, genau, das nämlich. Also absoluter Clickbait. Absolut auch, finde ich, grafisch scheiße gemacht, ja. Das sieht so ein bisschen aus. Natürlich war das eine Parodie damals, das Thumbnail von Passi. Aber ich finde, das sieht genauso aus. Also, der Passive Thumbnail bei unserer letzten Brain Talk-Folge. Ja, meins war aber nicht ernst gemeint, ne? Ja, das ist der Unterschied. Ja, nee, finde ich eigentlich alles erbärmlich bei KS Freak. Also, ich finde, weiß ich nicht, ich finde eigentlich, das ist so ein Kanal, wo ich echt überlegen muss, wo gebe ich da, ob ich da überhaupt noch einen so ein mehr als Pflicht geben soll. Das ist, weiß ich nicht, da ist ja nicht mal was bei Sonstiges schön, wo ich sage, oh, das gefällt mir jetzt aber. Ja, wenn ich mal den Menschen und den Content ausblende, wo ich sage, oh, das gefällt mir aber. Nee, gibt's nicht. Oder habt ihr was? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber hat sich mal jemand die Kanalinfo durchgelesen? Nö. Achso, doch, ja, wie er seine Begrüßung da reinschreibt. Servus, Leute, KS Freak is back. Ja, das hat doch ganz klar einen... Ein was? Einen 9 verdient, oder? Nicht 9 Punkte, sondern... Also meiner Meinung nach hat das echt das verdient. Ja, das auch. Das hat das auch verdient, ja. So, Leute, kommen wir zu der Bepunktung. Ich meine, ist der Kanal, wir können uns zwar schön saufen und so, aber es wird ja nicht besser, ja. Das wird ja leider nicht besser. Das ist ja das Schlimme. Passi, wie viele Punkte gibst du Ihnen in Content? Ich gebe Ihnen insgesamt 3 Punkte.
Jetzt verrat doch nicht alles. Ich wollte das Spiel ein bisschen spielen. Jetzt verdirbt okay, man doch nicht alles. Also im Content gebe ich Ihnen für seinen hervorragenden Content einen Punkt. Locker! Ich muss mich da passiv anschließen. Das ist echt unterste Schublade. Ja, komm. Ist die vorletzte Ausgabe Challenge übrigens, ist die vorletzte. Ja, wir haben das eingangs, glaube ich, gar nicht gesagt. Ist die vorletzte. Komm, gib's ihm halt. Es ist eigentlich egal, ob ich ihm 2 Punkte oder 1 gebe. Ja, der Content bleibt ja trotzdem scheiße. Aber ich gebe ihm 2. Alles klar. Ja, komm. Mach doch nix. Präsentation. Locker. Hau einen raus. Ja, dabei bleibt's auch. Bei einem. Was? Passi? Auch bei einem. Ich gebe ihm 2. Sonstiges. Luca. Ja, der Kameramann hat doch schon 2 Punkte verdient. Oh! Wenn er das Foto einfangen konnte. Nach dem Motto, ich fange das Vakuum ein. Ja. Passi. Ich gebe ihm trotzdem nur 1. Boah. Komm, soll ich ihm 5 geben? Nein, komm, das mach ich jetzt nicht. Das wäre unfair. Das wäre unfair gegenüber allen anderen Menschen, die es gibt. Deswegen gebe ich ihm 2. So. Kommen wir zu den Gesamtpunktzahlen. Passi, du kommst auf 3 Punkte. 3 von 30 Punkten. Luca, genau. Du gibst ihm 4 von 30 Punkten und ich gebe ihm 6 von 30 Punkten. Das ist nicht mal ein Drittel, was ich ihm gegeben habe. Das heißt, der Kanal bleibt trotzdem scheiße. Ne? Ja, gut, was soll man da sagen? Abschließend absoluter Mainstream-Kanal auf einer Ebene mit Apple Red, der ja bei uns auch im Mülleimer hier rumliegt. Noch, ja, irgendwann, die Müllabfuhr kommt im Dezember. Ende Dezember kommt die Müllabfuhr übrigens hier mal rein. Ja, und ja, es schwimmt wie gesagt auf einer Ebene mit ApoRate, mit Leon Mascher. Den hatten wir zwar gar nicht, aber ist auch schlimm. Zum Glück hatten wir ihn noch nicht. Mit diesen ganzen anderen komischen Gestalten. Nur Miguel Pablo ist, finde ich, noch ein Stück schlimmer. Deswegen habe ich da nochmal eine Abstufung gemacht. Weil ich glaube, Miguel Pablo hat von mir jetzt 35 Punkte bekommen. Und deswegen musste ich ihm einfach mal ein bisschen das Doppelte geben. Weil ich kann ihn nicht mehr auf eine Stufe mit Miguel Pablo stellen. Das wäre einfach, ja. Miguel Pablo ist ja nochmal was ganz Besonderes. Oder? Definitiv. Jetzt werden sich vielleicht auch wieder die einen oder anderen fragen, wieso gehen die da eigentlich nicht ernsthaft an die Bewertung ran? Das war ja auch immer in all den Jahren ein ganz großer Kritikpunkt von einigen, die gesagt haben, ja, komm, ihr habt es doch nicht mal ernsthaft versucht. Ihr habt doch da von Anfang an schon eure vorgefertigte Meinung gehabt und habt ihn dann da die ganze Zeit nur verarscht und so. Das war doch keine ernsthafte Bewertung. Was soll man auf der anderen Seite, das haben wir ja, Prassi und ich, haben wir ja oft gesagt, was soll man auf der anderen Seite da auch ernsthaft rangehen, das kann man doch gar nicht. Und das war ja immer auch Teil der Sendung von Channel View, dass wir einerseits so diese Unterhaltungsebene haben, wie wir sie gerade hier wieder hatten, das war wieder so ein Musterbeispiel für einfach nur Unterhaltung. Und dann tatsächlich auch Analysen, wo wir auch ernsthaft rangehen. Also wir hatten ja, das hatten wir in jeder Sendung mindestens einen Kanal, den wir auch ernsthaft bewertet haben, wo wir ernsthaft wirklich analytisch vorgegangen sind. Das war ja immer Bestandteil der Sendung. Das stimmt. Und das war halt einfach eine typische Unterhaltungskategorie. Also da haben wir euch, das hat nur zur Unterhaltung gedient. Und das ist eben auch immer ganz oft was verstanden, was viele immer wieder, wenn sie diese Sendung geschaut haben, eben kritisiert haben und nicht verstanden haben, dass das ein Teil ist, eine Mischung aus beiden, also Unterhaltung und auch wirklich Analyse, ja, und Kritik, kritische Analyse. Aber ja, das war halt einfach Unterhaltung. Das ist doch klar, dass man da, das dient zur Belustigung von uns und zur Belustigung für euch. Was soll man bei KS Freak ernsthaft bewerten? Also das, nee. Ja. Und ja, deswegen, das wollte ich, das werden wir auch nochmal in unserer letzten Sendung sagen, Passi und ich nochmal erklären, dass Channel View immer eine Mischung aus ernsthafte Analyse und Unterhaltung war. Aber auch an der Stelle nochmal kurz, wollte ich das auch nochmal kurz gesagt haben. Ja. Ja. Okay. Wer ist dann gewesen mit der deutschen Kategorie? Das war KS Freak. Ja, nach dieser grandiosen YouTube-Perle würden wir dann auch schon überleiten zum nächsten Kanal. Und zwar ist das der Kanal Anti-Generation. Und Lars erklärt uns mal kurz, was dieser Kanal so macht. Ja, ein Kanal, wo man zunächst einmal sagt,
ist ein interessanter Content. Also das war jetzt so mein erster Eindruck, wenn wir hier mal vom ersten Eindruck sprechen. Was war deiner, Passi? Ja, meiner auch. Also ich kannte die Facebook-Seite ja schon. Gut, den Kanal jetzt nicht. Aber von der Facebook-Seite her weiß ich eigentlich, dass da relativ witziger Content halt zu erwarten ist. Ja, ich habe ja selbst kein Facebook, deswegen bin ich relativ unvoreingenommen in diese Aufnahme gekommen. Und ich würde mich Passis Meinung trotzdem ganz gerne anschließen. Was sagst du denn zum Content an sich jetzt, inhaltlich? Ja, es ist halt ein Content, den man auf jeden Fall schon gesehen hat. Aber an sich ist es ja ein witziger Content, weil es ist halt auch irgendwo Sozialkritik. Ja, ja, richtig. Oder, ja. Man merkt halt schon, was es für unglaubliche Spastis in meiner Altersgruppe gibt, für die ich mich schäme. Es ist halt nicht die Erfindung, die Neuerfindung des Jahrtausends. Es ist halt, es ist kritischer Content, aber ich meine auch dieser kritische Content, der nimmt ja mehr zu. Und selbst das, da muss man auch aufpassen, finde ich, dass das auch nicht irgendwie der neue Mainstream wird, irgendwie einfach nur noch zu kritisieren. Das nimmt nämlich auch so eine Entwicklung an, was so, klar ist, dass die bessere, ich sage mal in Anführungszeichen, die bessere Hälfte, die bessere Gesellschaft, die aber trotzdem kann das auch zu Mainstream-mäßig werden, wenn man dann nur noch so dieses, ja, diese Facebook-Posts und alle Menschen für dumm bezeichnet und erklärt und so, kann auch sich zu einer Mainstream-lastigen Sache etablieren, finde ich. Definitiv. Ja, die Frage ist jetzt Mainstream. Mainstream muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Man kann sich ja, wenn man Spaß dabei hat, auch mit Mainstream-Sachen beschäftigen, ohne dass man, dass es halt Mainstream ist, wie alles andere. Oder halt besser gesagt zu einer einheitsbreiigen Sache. Ja, ja, es kommt jetzt halt immer mehr. Es ist so ein Trend, der im deutschen Bereich gerade echt gesetzt wurde. Und ja, es kommt jetzt wirklich von allen Seiten. Aber klar sind das halt die wesentlich noch intelligenteren Menschen jetzt, ja. Also wie wenn ich Channel. Man hat dann so das Gefühl, mache ich jetzt halt, erkläre ich alle für dumm oder mache ich Challenges und bin damit selbst einer von den Dummen. Das ist halt so jetzt momentan so die Entscheidungswahl. Aber ich finde gut, Antigeneration ist hier noch in einem Graubereich, also der ist durchaus noch unterhaltsam und auch an manchen Stellen innovativ. Schon. Also ist jetzt keiner, wo ich sage, boah, das ist. Ja, und er ist nicht der 100. Also meines Wissens nach gibt es ihn auf jeden Fall von der Facebook-Seite ja schon ein bisschen länger. Ja, das kommt noch dazu. Also klar, manche Sachen sind bekannt, dieses Facebook-Post und so, da ist er nicht der Erste, der das macht, aber er hat auch so ein paar Sachen dabei, so Sondervideos und so, wo er halt auch YouTube Deutschland für tot erklärt hat und so. Das fand ich auch ganz gut gemacht. Ja. Und es ist auf jeden Fall hochwertiger gemacht als die Facebook-Fails von KuchenTV zum Beispiel. Weil auch wenn die eigentlich meistens noch relativ witzig sind, viel Arbeit wird von ihm meines Erachtens nach nicht reingesteckt. Zumindest dann nicht ins Bearbeiten und so ein Gedöns. Das macht Antigeneration schon mit ein bisschen mehr Liebe. Ja, und vor allen Dingen das Kritische dahinter. Wenn man sich kritisch mit Sachen auseinandersetzt, dann muss man das hinterfragen. Dann hat man seine eigene Meinung und ist nicht irgendwie. Man richtet seine Fahne nicht unbedingt nach dem Wind. Ja, das stimmt. Und das ist intelligent, sowas. Das stimmt. Das stimmt. Also ist durchaus vielfältiger Content, umfangreich, intelligenter, grenzt sich dennoch, auch wenn es ihn schon teilweise auch schon gibt, ab. Aber ja, man kann das Ganze doch, denke ich, mit einem guten, dann nachher mit einer guten Punktzahl bepunkten, denke ich schon. Jo, das stimmt, denke ich auch. So, gehen wir mal weiter in die nächste Kategorie, Präsentation. Wie präsentiert sich der Kanal? Man sieht ihn ja nicht. Ja gut, wie soll man jemanden in seiner Präsentation bewerten, der meistens relativ unfreundlich ist in seinen Videos? Also ich persönlich finde das sehr sympathisch. Sehr, das habe ich von dir auch nicht anders erwartet. Ja, sehr gut. Ja, nee, ja, er ist schon, ich finde, er kommt ein bisschen arrogant rüber. Aber gut, das trifft's ja dann wieder. Ja, ich glaube, ja, das klar, du kommst automatisch arrogant rüber, weil du dich ja in solchen Videos extrem über die Leute stellst, die du da nass machst. Ja, das stimmt. Ja, er ist schon, finde ich auch, wahrscheinlich privat ist er ja auch ganz anders, schon so ein bisschen in so seiner Rolle drin. Ne? Ja, aber das macht aber doch auch einen guten Künstler aus. Ja. Wenn eine Rolle vernünftig gespielt wird und die Rolle auch was darstellt.
Die Rolle von Miguel Pablo stellt ja nichts da. Ja, klar, ist auch Chaos Freak in der Rolle, aber sein ist halt scheiße, ne? So. Das ist wie der Joe Gerner von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, aber das ist anderes. Ja. Ja, also doch, ja. Ja. Wobei, ich finde gar nicht, wie findet ihr eigentlich sein Mikrofon? Also, das finde ich jetzt gar nicht so berauschend. Also, ist Durchschnitt. Ja, ist ganz okay. Reicht für ein Video zu machen. Also ich finde sie gar nicht so mega extrem gut. Also es ist mir aufgefallen, das ist irgendwie, ja, so lala, die Mikrofonqualität jetzt, finde ich. Ja. Was die Mikrofonqualität angeht, würde ich mal sagen, das ist doch schon guter, ist sehr guter Durchschnitt. Es ist nicht vollkommen klar, es ist ein bisschen verrauscht, aber wirklich nur ganz minimal. Ja, ja. Stimmt. Ja, okay. Vielleicht bin ich da jetzt auch einfach. Habe ich irgendwie mir ein altes Video oder so angeschaut, dass ich das in Erinnerung habe. Weiß ich nicht. So, ja. Kommen wir dann zu Sonstiges. Banner, Thumbnails, Logo, Pipapo. Ja, der Rest vom Kanal ist halt normal, Durchschnitt. Aber völlig okay. Ich meine, es ist so, wie gesagt, ist so typisch. Kanal halt an sich. Was jetzt Thumbnails und Banner und sowas angeht, ist minimalistisch gehalten bis ein wenig Clickbaiting, aber es ist im Prinzip schlicht und einfach. Ja gut, zu Clickbaiting habe ich letztens eine interessante Meinung gehört. Und zwar, wenn der Content wirklich gut ist und du nicht willst, dass er untergeht zwischen der ganzen Scheiße, die nur von Clickbaiting lebt, kann Clickbaiting in gewissen Fällen vertretbar sein. So ein Video habe ich auch neulich als Trailer mal gesehen bei einem Kanal. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Ich frag mich nur, wo du Clickbait siehst. Ich finde gerade keinen. Ja, rote Pfeile, rote Schrift, große Buchstaben auf den Thumbnails. Jo, also komm, das ist jetzt wirklich nicht mehr schlimm. Das erinnert mich an den Satz frei nach von Hugo von Hoffmannsthal, den ich sonst immer im Brain Talk bringe. Heute habe ich ihn gar nicht gebracht, obwohl er auch gebastelt ist. Man muss das Tiefgründige an der Oberfläche verstecken, um es zu erkennen. Ja. Aber das passt doch. Ja, ich habe es in einem Video von über Clickbaiting gehört, dass es das schon dazu zählt, aber im Prinzip ist es im Moment wieder normal. Ja, ich finde, Luca hat schon ein bisschen recht, also da muss ich ihm schon zusprechen, es ist schon ein bisschen Clickbaiting, das kann man jetzt nicht abstreiten, dass das hier kein Clickbaiting ist. Ja, okay, es stimmt schon. Ja. Ja, dass ich Passi mal überzeugen kann, ja. Das geschehen noch Zeichen und Wunder. Selbst in den letzten Sendungen erlebe ich hier noch Sachen, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich sie erlebe. Damit meine ich nicht nur das hier, ja. Ja, okay. Banner finde ich aber eigentlich minimalistisch gehalten, aber trotzdem ansprechend. Ja, minimalistisch, aber ansprechend. Genau das habe ich ja gesagt. Richtig. Ja, ist ganz okay. Soweit so schön. Was mir auch gefällt an den Thumbnails, finde ich, ist dieses Einheitliche, was mir ja auch immer in all den Jahren wichtig war, ja, wo Passi mir gesagt hat, also ich habe das ja immer negativ bemängelt, wenn da keine Thumbnails vorhanden waren, wo Passi gesagt hat, das ist doch scheißegal, wenn der Content gut ist. Ja schon, aber das ist halt so dieser Bonbon, wenn das so einheitlich ist, oder? Diese Thumbnails, so diese einheitliche Struktur, da war ich ja immer ein Fan davon. Das ist immer so der einheitliche Hintergrund. Und das gefällt mir. Einheitsfrei. Wieso einheitsfrei, wenn das gleiche Thumbnail ist? Ja, es ist auf dem Kanal immer dasselbe Thumbnail. Leg dich gehackt, Lurker. Du verstehst doch gar nichts. Ich verstehe das nicht, ist klar. Nee. So, das war übrigens keine Hitler-Imitation. Das ist mir erst nachher aufgefallen, dass das so ein bisschen Hitler klang. Aber. So, Bewertung. Hitler! Ja, kommen wir nun zu den Punkten. Passi, wie viele Punkte gibst du an die Generation? In Content. In Content kriegt der Kanal Anti-Generation von mir 5 Punkte. Das ist gesundes Mittelmaß, weil es ist halt auch nichts Neues, aber auch nichts Schlechtes. Und bei dir? Nee, gebe ich ihm auch 5 Punkte. Ist Mittelmaß, ist Durchschnitt, ist gesund. Wie gesagt, ne, ist ja alles in der Analyse dazu gesagt worden. 5 Punkte gebe ich ihm. Loka, jetzt
Du kannst es ja kaum erwarten, bitte. Sprich, lass die Säfte fließen. Was für Säfte? Ich trinke nur Cola. Egal. Ich gebe dem Kanal vom Content her sage und schreibe 6 Punkte, weil durchschnittlich ist für mich 5. Aber es ist ja leicht besser als durchschnittlich. Von daher würde ich sagen 6 Punkte. Oh, das war jetzt aber hier eine sehr gute Argumentation, du. Ja, wenn ich am Ende unseres Kanals wären, hätten wir fast noch gesagt, Lorca, du bist mitten in der Stammbesetzung von Channelview, aber da wir ja nun eh noch eine Sendung haben, ist es auch egal. Da kann ich auch gerne nochmal kommen. Ja, nee, da verzichten wir drauf. Ein kleiner Spaß. Ja. Dann muss ich jetzt noch was sagen. Ach nee, wir kommen in die Präsentation. Passi. Ja, Präsentation, natürlich, er ist unfreundlich, gemein, er kriegt 7 Punkte von mir. Ja, er ist unfreundlich, er ist gemein, viele finden das sympathisch, Passi offensichtlich auch, aber ich gebe ihm noch trotzdem mal 5. Okay, ich gebe ihm, gar nicht so einfach, ich gebe ihm 6 Punkte, 6 von 10 in Präsentation. Ich denke, okay. Ist ganz gut, ist ganz in Ordnung, denke ich. Ja. Denke auch. Sonstiges noch. Was gibst du ihm da, Pasi? Sonstiges gebe ich ihm auch wieder 5 Punkte. Ist halt alles ganz okay. Locker? Ja, sonstiges. Es ist schlicht und einfach gehalten. Man kriegt alle Informationen, die man braucht. Allerdings ist da für mich auf den Thumbnails ein bisschen viel rot und manche Sachen sind auch nicht sauber ausgeschnitten, die da drauf gezeigt werden. Von daher würde ich sagen, 6 Punkte. Nach dem Motto, rot ist der Tod? Ja, hast du dir mal das Thumbnail für das Video Unsere Generation Fitnesswaren angeguckt? Oder Facebook-Abfall? Da kriegst du ja Augenkrebs von. Ja, gut. Ich gebe ihm 7 von 10 Punkten, weil ihm dieses Einheitliche gefällt mir gut. Wobei mir gerade aufgefallen ist beim Durchscrollen durch die Videos, dass mit den einheitlichen Thumbnails, das war erst in den letzten, also die letzten 18 Videos, da ist das eigentlich erst so. Vorher war es durchaus andere Thumbnails, ja. Aber gut, anscheinend versucht er jetzt auf die einheitliche Schiene zu fahren, was ich gut finde. Und das Banner und so, das ist alles durchschnittlich. Ein bisschen über den Durchschnitt, deswegen 7 von 30. Ja. Genau. So, Gesamtpunktzahlen locker. Deswegen macht es 17 insgesamt. 17 von 30 Punkten. Quasi, du kannst auch gerne noch öfters ein paar Mal auf den Tisch schlagen und gegen dein Mikrofon treten. Das macht nichts, ja. Quasi, wie viele Punkte gibst du ihm? Ich gebe ihm dann insgesamt 17 von 30 möglichen Punkten. Und das ist, denke ich, auch völlig okay. Ja, das denkst aber auch nur du, dass das völlig okay ist. Ich gebe ihm 18 von 30. Ja, locker. 12 von 30 Punkten. Schämst du dich eigentlich nicht? 17. 2 x 6, 15. Einmal 5. Hallo? Ach, ist das lustig. Kannst du rechnen? Ja, gib mir die 9. Gib sie mir, ja. Das habe ich wohl verdient. So. Das war heute die zweite deutsche Kategorie. Wir haben es mal anders als sonst gemacht. Wir haben ja sonst immer zwischen uns dann 2 deutschen Kategorien die internationale reingemacht. Heute haben wir das mal anders gemacht. Die Begründung ist ganz einfach. Was ist die Begründung? Weil wir es können. Richtig. So. Deswegen, das war heute zum zweiten Mal die deutsche Kategorie. Kommen wir jetzt zum letzten Kanal der Sendung, nämlich zu unserer internationalen Kategorie. Natürlich haben wir auch die dabei, auch wenn ihr sie vielleicht schon vermisst habt. Nein, wir haben sie dabei. Wir haben heute nur die Sendung etwas umgestellt, weil es die vorletzte ist und wir es können und wir einfach heute nochmal alles anderes machen. Der Kanal heißt Human TV. Genau. Wollte ich gerade sagen. Was macht er jetzt?
Der macht Videos, ja, zum Beispiel. Was macht er denn zum Beispiel für Videos, Loka? Okay, er hat zum Beispiel ein Video, also der hat nicht nur eins, sondern bis jetzt 7 Videos zu einem Shampoo-Prank gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Ja, genau diese Fragen und das alles und noch viel mehr werden wir jetzt in dieser Review klären, möchte ich es doch fast nennen. Also der Kreis schließt sich praktisch wieder zum Anfang der Sendung. Wir haben hier auch wieder einen YouTuber, der eigentlich genau das macht, was so viele andere YouTuber machen, nur halt auf Englisch. Ich glaube, Englisch ist die Sprache, ja. Und man muss doch sagen, das ist doch alles nur noch Scheiße. Ja, das ist doch alles nicht mehr normal. Wer tut sich das an? Wer schaut sich das an? Man weiß, man redet hier von... Also bitte, das sind doch gefakte Pranks, ja? Ja. Das ist doch, Scheiße ist das. Kocholores hoch 20. Ja. Du Bull. Ja. Also, Ja, also wir können ja... Also... Machen wir das mal so. Wenn Sie... verehrte Damen und Herren, jetzt auf einen Kanal stoßen, auf dieser Videoplattform YouTube genannt, dann sehen Sie ja erstmal das oberflächliche Erscheinungsbild. Sie sehen eine Reihe an Videos und bilden sich danach Ihren ersten Eindruck und entscheiden danach, ob der Kanal überhaupt etwas für Sie ist. Und wenn Sie jetzt bei Human TV auf den Kanal drauf sehen, werden Sie in den ersten paar Thumbnails von Titten und Ärschen begrüßt. Das muss ja nicht unbedingt verkehrt sein, würde sich jetzt der normale Mensch denken. Ein erfahrener YouTube-Nutzer würde allerdings schon jetzt wissen, dass es sich hierbei um eine akute Gefahr, nämlich die Gefahr des Clickbaitings, handelt, weil wir müssen hier davon ausgehen, dass diese Standbilder, die unter Umständen nicht einmal in den Videos vorkommen, sondern nur gewählt sind, damit Leute das Video anklicken. Demnach kann man Human TV schon mal auf jeden Fall nachsagen, dass er nicht korrekt handelt und dass dein Kanal unter gar keinen Umständen abonniert werden sollte. Allerdings haben es bereits 1.065.313 dieser Menschen geschafft, die sich nicht mit YouTube auskennen. Und daher wir von der deutschen Regierung eben hier wieder eine YouTube-Aktion gestartet haben, genauso wie die gegen Hate im Internet, wo Leute hinzugenommen werden, die eigentlich nur Hate im Internet verbreiten und Leute beleidigen, klären wir sie heute darüber auf, was für eine unglaubliche Hurensohn-Nummer das ist, mit Clickbait und gefakten Pranks solche Leute auf sich zu ziehen. Möchten Sie fortfahren, Herr Lein? Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Ja, ich möchte sehr gerne fortfahren, Herr Momper. Ich finde es nicht gut, dass Sie solche Lügen hier in dieser Sendung verbreiten. Als würde dieser YouTuber etwas Schlechtes wollen und bewusst irreführende Bilder nehmen, damit noch mehr Leute draufklicken. Als würde der sowas machen, ja? Der meint, so, der Lein, doch. Allein wollen Sie dann ab jetzt auch auf die Montagsdemo gehen für Human TV demonstrieren? Genau das, ja. Ich möchte Montagsdemos nutzen, ich möchte das alles und noch viel mehr. Werden Sie auch Lügenpresse schreien? Ja, und wir sind das Volk. Okay. Wusstest du nicht, dass wir das Volk sind? Doch, doch. Hattest du einen Traum, Lars? Oder? I have a dream. Nein. I have a dream. Herr G. Punkt. Er stellt sich ja auch selber als Shampoo-Prankster dar. Also in seinem Kanal-Banner auf jeden Fall. Also er besteht ja wirklich hier, die letzten paar Pranks sind einfach nur scheiß Shampoo-Pranks. Er hat 7 Shampoo-Pranks und die sind immer beim ersten Mal lustig. Ja, also mal ganz jetzt mal Butter bei den Fisch hier. Ich weiß, was ist das für ein Scheiß? Also wie niveaulos muss man denn eigentlich sein? Ja, diese normalen Pranks sind ja schon schlimm, aber das Ganze auch noch ins total Niveaulose reinzuziehen. Also hier, Hot Girl Sucking a Banana. Ja, ja, super. Jo. Oder auch wirklich lauter Ärsche. Also nicht, dass ich was gegen geilen Arsch hätte, aber es muss nicht auf dem Thumbnail sein, weil es nichts bringt. Es kommt eh nicht so im Video vor. Also das Ganze ist so sexistisch und teilweise auch menschenverachtend. Da steht zum Beispiel hier, Killing the Homeless versus Helping the Homeless. Ja, also von Grund auf menschenverachtender und menschenfeindlicher Content eigentlich. Mal generell dieser Trend, Obdachlose zu instrumentalisieren für Klicks, ist eh absolut abartig. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen YouTuber, der solche Sachen, wo er Gegenstände an Obdachlose verteilt hat, wo es wirklich von Herzen kam, aber die allermeisten sind auf den Zug für Klicks aufgesprungen. Das ist, denke ich, Fakt. Also ich finde, dass diese Art von Content, diese
menschenverachtenden Prank-Content, möchte ich es nennen, einfach nur widerlich. Ja, das finde ich bei ApoRed widerlich und das finde ich hier noch viel widerlicher, weil es aus England, aus dem Ursprungsland kommt. Ja, ja, das ist wirklich... Es sind alles Sachen, die nicht sein müssen, die YouTube keineswegs bereichern, unter gar keinen Umständen. Und wovon man nichts hat. Und die ganze Scheiße wird von so vielen Leuten als echt abgekauft. Und es ist einfach nur Clickbait. Und der Typ verdient sich eine goldene Nase damit, ziemlich sicher. Ja, wenn er ein Video hochlädt. Ich meine, ja, die Klicks gehen eigentlich alle soweit klar. Ja, warum eigentlich? Er hat teilweise 2 Millionen Videoaufrufe auf so ein Scheiß-Video. Ja. Wo hast denn du geguckt? Shampoo zwei Prank Millionen? Part 6, das 9 Millionen. Shampoo Video Prank Part 7, 7 Millionen. 9 Millionen. Das dritte über 10. Teil 5, 10 Millionen. Das ist doch abartig. Ja. Das ist doch krank. Warte, wir können ja mal... Das siebte hat knapp 20 Millionen. Das beliebteste hat 19.135.588. Sag ich ja. Der Typ ist doch Millionär. Jo. Oder Milliardär wahrscheinlich. Ja, jetzt müssen wir es auch nicht übertreiben. Ja, komm! Kriegt man in Amerika eigentlich mehr pro Aufruf? Ja, hab ich mal gehört, dass es so ist. Ja, ja, hab ich auch gehört. Das wurde auch schon, glaube ich, bestätigt. Von ganz oben. Oder? Also in Amerika wirst du auf jeden Fall schneller damit reich. Also das ist also unvorstellbar. Ab nach Amerika. Aber da merkt man auch eigentlich, wie dumm die Menschen eigentlich sind. Dass sie sowas anschauen. Gut, man könnte sagen, das ist der Autounfalleffekt. Man kann nicht weggucken, aber ich glaube, ich bin mal mutig und stelle mal eine Behauptung auf, eine These, ja. 80% der Leute schauen hin, weil sie es geil finden, weil sie sagen, oh geil, sucking a banana, das ist ja mal geil, ja. Das ist lustig, ja. Und hauen sich auf die Schenkel und glauben auch noch, das ist echt, ja. Ja. Ich würde wirklich sagen, 80% der Leute. Ich bin mutig. Ja, das ist... Ich kann es jetzt nicht belegen mit irgendwelchen Fakten. Dafür müsst ihr locker uns eine Studie schreiben, damit es so wirkt, als hätten wir... Naja, Studie ist vielleicht übertrieben. Es reicht ja, wenn wir uns gerade mal erinnern, als wir gerade vorhin noch im Brain Talk Studio mit Bombardin waren, der ja Lehrer ist. Und er hat von seinen Schülern ja schon so einiges mitgekriegt, was sowas angeht. Ja, ja klar, das ist das lebende Beispiel dafür. Ja, das kriegst du auch bei mir an der Schule mit. Also, ich muss sagen, bei mir in der Klasse gibt's ein Mädchen oder bei mir in der Stufe gibt's ein Mädchen, die hatte mal WhatsApp-Kontakt mit Gay as Freak. Und da haben wir zu ihr gesagt, du weißt aber schon, dass das der letzte Vollidiot ist und der seine Zuschauer verarscht und dass es ein Hurensohn ist. Und das wollte die auch gar nicht glauben. Ja, da bist du halt zurückbeleidigt worden. Die laufen dem so extrem hinterher. Ja, das ist traurig, das ist einfach traurig. Mal ganz abgesehen davon, dass es schon höchst brisant ist, dass sich KS-Freak WhatsApp-Kontakte mit weiblichen Zuschauern holt. Ja, das stimmt. Wobei, ich weiß gar nicht, also bei diesen Prank-Typen haben die auch so einen Fankult? Also ich weiß jetzt nicht. Also ja, denk ich nicht mal, weil die Prank-Typen leben eher von den Random-Klicks, nicht von den Abonnenten. Das glaube ich eben auch. Also dieser Human-TV, ich weiß gar nicht, also von dem habe ich eigentlich noch nie was gehört, obwohl der ja unendlich viele Klicks eigentlich hat. Ja, also wenn du mit 1 Million Abonnenten, die du vor 9 Monaten lange noch nicht hattest, fast 20 Millionen Klicks generierst, dann hast du sehr treue Abonnenten. Ja, ja. Nee, also ich glaube, das sind eher so diese Random Klicks. Und vor allen Dingen, du hast ja gesagt, Random Klicks, der hat ja fast 1 Million Abonnenten, also der hat ja 1 Million Abonnenten und fast 20 Millionen Aufrufe, das ist das 20-fache, von daher... Ja, dann bist jeder mal, ne? Ja. Ich glaube, so ein Typ hätte auch auf so einer Gangtour eigentlich auch wenig Erfolg, weil bei dem, das ist ja eigentlich, wäre was Positives, bei dem steht der Content im Vordergrund eigentlich, also da wird im Content aufgerufen. Ist es leider nicht, weil der Content inhaltlich nur absolute Scheiße ist. Ja, das wäre der auf die Stage gehen würde und erstmal jeder sich fragen würde, wer ist das? Ja, genau. Aber dann spätestens nach dem Satz, it's a prank, ist da wieder alles gut. It's a prank! Ja. Ja, übrigens, dass wir mit Brain Content zum Jahresende aufhören, war nur ein soziales Experiment. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet. Muss ich an der Stelle aufklären. Auch das hatten wir bei der letzten Folge Brain Talk. Auch das, ja. Ja, Präsentation machen wir schnell. Das ist ja, Gott, der Typ ist. Ja. So belanglos wie ein Stück Brot. Kann man so sagen, ja. Er glaubt erst, das ist lustig, andere Leute zu
ich möchte mal sagen, zu diskriminieren, menschenverachtend gegenüber anderen Menschen zu sein. Gut, das ist jetzt auch ein komischer Satz, aber er ist merkwürdig. Höchst merkwürdig. Ich glaube, das mit dem Brot war noch untertrieben. Also von daher, Brot kann schimmeln, was kann der denn? Ja, genau das. Simpel. Also Pranks muss man ja wirklich sagen, das Einzige, was an Pranks der arbeitsaufwendige Teil ist, wenn sie denn echt sind, ist sie zu filmen. Das war's dann aber auch schon. Ja, ich finde, man merkt halt auch gerade bei dem Typen, also ich hab mir tatsächlich ein Video angeschaut, ja, man mag es kaum glauben, das ist so schlecht gefaked auch noch. Also man, als würde er praktisch den Zuschauern direkt sagen, fake. Als würde das auf seiner Stirn stehen, fake. Aber sie merken es trotzdem nicht, die sind so blöd. Ja, die Leute wollen es auch nicht merken. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Es ist so schlecht gefaked alles und das ist so laienschauspielerhaft. Ach. Ja, das stimmt. Ja. Dann kommt mir, ich möchte wirklich am liebsten kotzen auf meine ganze Tastatur. Ja, das stimmt. Sonstiges. Banner. Ich kotz gleich den Gegenstrahl. Banner, Thumbnails. Und alles, was es sonst noch so gibt. Jo. Nix. Scheißdreck, Clickbait. Fertig. Ja, du hast es ganz gut zusammengefasst. Also, die Thumbnails. Titten, Ärsche, weiß ich, rote Kreise siehst du da noch teilweise. Nee, da möchte ich einfach nur noch im Strahl kotzen, wie wir es gerade schon gehört haben. Das ist allerunterste Schublade. Ja. Ja, Banner würde von der Aufmachung her vielleicht sogar gehen, wenn ich dieser Typ drauf wäre. Der da wieder mit seinem Shampoo schon wieder uns auf den Geist geht. Ich weiß nicht, ist das ein Shampoo-Fetischist oder? Ich weiß nicht. Sieht aus wie eine Art Sonnenmilch. Ja. Ja, ich weiß, wahrscheinlich ist es. Wurde er mit Shampoo erfolgreich? Ist er der Erfinder von Glue oder? Ich verstehe es nicht. Ja. Na, ansonsten gut, wenn der Typ nicht drauf wäre mit seinem Shampoo und was da noch steht, die Schrift, dann würde er sogar gehen. Also die Schrift gefällt mir. Ja, aber das war's dann auch schon. Wobei man bei der Schrift gucken muss, ich glaube, die hat er sogar irgendwo geklaut. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wo ich die schon mal gesehen habe. Das ist alles nur geklaut. Jo, das stimmt. So, kommen wir zu den Punkten. Da wird es jetzt ganz viele geben. Content, Passi, fang an. Ja, also bei Content, ich habe ihn übrigens in dieser Bewertungsliste, habe ich ihn als anderer Typ eingespeichert. Ich weiß seinen Namen, weil er mir so scheißegal ist. Bei Content gebe ich ihm 2 Punkte, einfach wegen dieser Vielfalt. Es sind nicht nur Shampoo-Pranks. Ja, diese unglaubliche Vielfalt, die hat mich auch aus den Socken gehauen. Deswegen ich auf den ganzen Punkt kam. Luca. Ja, was die Punkte angeht, ich persönlich habe mich als Gast wirklich wenig mit ihm beschäftigt, weil mich die Thumbnails schon so angewidert haben. Aber ich versuche mir meine objektive Meinung zu bilden. Okay. Naja. Ich würde mich dann Passi mal anschließen mit 2 Punkten, aber mehr hat er wirklich nicht verdient. Jo, das stimmt. Präsentation. Titten, Ärsche, nein. Mehr als einen kann ich ihn da nicht geben. Das ist zu viel, meine ich. Aber wir müssen. Okay, -7. Ja, das wäre angebrachter. Passi? Also, ich gebe ihm da. Warte, wir sind bei. Präsentation, ne? Da gebe ich ihm 2 Punkte. Ich weiß nicht warum. Aber ich weiß ja auch nicht, warum es bei dir so bei KS Freak war. Ja. Ja, für Langeweile wahrscheinlich. Das hat jetzt keinen tieferen Grund gehabt. Wahrscheinlich schon. Sonstiges. Achso, ich gebe ihm 1 Punkt in Präsentation. Das wollte ich auch noch sagen. Luca, sonstiges. Das Banner geht eigentlich noch. Ich habe mich ja zu
der Präsentation schon die Thumbnails zerrissen, aber das Banner geht eigentlich noch. Ich gebe ihnen da mit Ach und Krach so 2,5 Punkte. Aber nein. Also, wir müssen ja eine Zahl, eine ganze Zahl bilden. Also 2. Oder 3. Ne, machen wir 2, oder? Loka, machen wir lieber 2. Machen wir lieber 2. Zur ganzen 3 hat es nicht gereicht. Ja. Muss man, bei 5 rundet man doch sowieso ab, oder? Oder bin ich jetzt falsch informiert? Bei 5 auf oder ab? Das kommt drauf an. Ja. In der Schule wurde aufgerundet. Er wurde abgerundet. Ach, egal. So, also komm. 2 Punkte, mehr gibt's nicht. Und ich gebe ihm einen. Mehr gibt's nicht. Weil ich sehe es nicht ein, ihm in irgendeiner Kategorie mehr als einen Pflichtpunkt zu geben, weil das ist genau das, was mich eigentlich so wütend macht. Dieser doch menschenverachtender Content, die Zuschauer abzuzocken, also wirklich nur abzuzocken. Und nur. Und du hast selbst gesagt, dass der Banner eigentlich geht. Ja, aber trotzdem. Natürlich, der geht eigentlich. Deswegen hätte ich ihm, wenn es ein normaler oder wenn es jemand wie KS-Freak oder weiß ich nicht, so ein Vollidiot gewesen wäre, hätte ich ihm auch. Aber das ist halt das, was mich so grundlegend wütend macht. Also wirklich nur. Aber das hat ja nichts mit unserer Kategorie sonstiges zu tun. Na und? Aus Prinzip mache ich das aber. So, ich habe auch meine Prinzipien. Hitler hatte auch seine Prinzipien. Hitler! So. Deswegen, also, komm, hier. Gesamtpunktzahlen machen wir noch, Prassi. Ja, meine Gesamtpunktzahl sind dann 6 Punkte. Ja, schäm dich. Mir nicht. Ja. Loka. Ich glaube, meine waren 4. Das ist wieder so ein Rast, der weiß nicht mal, wie viele Punkte er gibt. Großartig. Nee, ich habe die jetzt spontan vergeben. Ich habe es mir jetzt irgendwo aufgeschrieben. Ich würde sagen 4 oder 5, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja. Wir hatten auch mal, wir hatten auch mal einen, ich weiß nicht, Prassi, ob du dich erinnerst. Der war ganz komisch drauf dann auch, also eine kleine Anekdote an der Stelle, so ein Gast mal, der war ganz komisch drauf, der war die ganze Sendung da, der hat schon in der Sendung irgendwie, hat man gedacht, der hat irgendwie ordentlich einen durchgekifft, Impossible Failure hieß der, Impossible Failure, und nach der Sendung hat er dann uns auch darüber erzählt, dass er Kiffen so geil findet und so, also war irgendwie ein richtiger Troll, ich weiß gar nicht, erinnerst du dich noch, Basi? Jo. Ja, an der Stelle kleine Story dazu. Ja, ich gebe ihm... Ich glaube, es waren 5. 3. Also, Lurka gibt ihm 5 von 30 Punkten, Passi 6 von 30 und ich 3 von 30. Mehr war es dann leider doch nicht, ja. War eher eine Nullnummer. Jo. Lü, 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 lü. Das war damals auch eine Nullnummer, das stimmt. In diesem Sinne... Wenn ich Nullnummer höre, muss ich das einfach abspielen, tut mir leid. Ja, ich kann nicht verstehen, Lurka, ich kann nicht verstehen. So, das war damit unsere dritte Kategorie, und zwar die internationale Kategorie. So, das war's für heute. Das war die 31. Folge von Channel View. Und Prassi, es ist die vorletzte Folge. Möchtest du noch jetzt schon mal einen kleinen, weiß ich nicht, irgendwas sagen, was dich bedrückt, was du auf dem Herzen hast? Nö. So, sehr schön. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ja, Moment. Ich muss ja noch eine kleine Rede ein. Lurka, wir bedanken uns bei dir, dass du da warst. Bitte, bitte, immer wieder gerne. Ja, haben wir bestimmt noch viele Möglichkeiten dazu, dass du noch in vielen, vielen Sendungen Gast sein kannst. Ja, nee, das war aber halt auch sowas, wo wir gesagt haben, irgendwann muss Lurka hier mal noch Gast sein in Channel View. Das haben wir damit erledigt. Lurka ist noch zu Gast gewesen. Und ja, Passi und ich sind in der letzten Folge von Channel View da. Alleine werden wir da sein, weil da werden wir keinen Gast haben. Das muss einfach sein, dass wir da alleine so einen kleinen Rückblick machen. So ein bisschen über ein paar Anekdoten ausplaudern von den letzten 3 Jahren Channel View und einfach nochmal ganz viel erzählen und auch mal unsere Lieblingskanäle vielleicht kurz vorstellen. Auch das wird vielleicht Bestandteil der Sendung sein. Also, letzte Sendung ist auf jeden Fall, da sollte man auf jeden Fall einschalten. Ja, das wird grandios. Letzte Channel View Sendung und Passi und ich, wir freuen uns, ne? Genau. Und dann würden wir sagen, danke Lurka und danke an die Zuschauer fürs Zuschauen. Wir hoffen natürlich, wie wir das immer gehofft haben, dass ihr auch heute wieder ein bisschen Spaß hattet und vergessen habt, dass YouTube eigentlich scheiße ist, weil ihr uns geschaut habt. In dem Sinne, bis bald.
Ciao.